Hi Freunde, heute wieder etwas aus der italienischen Küche und zwar Pasta. Pastateig selbst gemacht und in Form von Teigtaschen, also Ravioli, gefüllt mit Feta, mit Krebsschwänzchen und was ich da gemacht habe und wie ich es gemacht habe, das seht ihr jetzt. Hier zunächst einmal die Zutaten für unseren Pastateig. Wir haben 200 Gramm Mehl, in dem Falle ist das 00er. Und ja, standardmäßig pro Ei eine Portion, pro Ei 100 Gramm, also zwei Eier für 200 Gramm Mehl. Etwas Olivenöl, umstritten, ja, aber ich mache es gerne rein und Salz auch umstritten, aber nicht bei Ravioli. Da sollte die Nudel schon etwas Salzgeschmack haben. Zuerst machen wir uns hier eine kleine Kuhle rein. Eier hinzu. Wie gesagt, klassisch zwei Eier oder ein Ei pro 100 Gramm, zwei Eier bei 200. Weniger klassisch Olivenöl dazu und Salz. Jetzt wird das Ganze normalerweise von Hand zusammengerührt. Ich nehme eine Küchenmaschine, gehe jetzt hier von innen nach außen. Wenn das zu trocken wird, das werden wir gleich sehen, gibt man etwas Wasser dazu, kaltes Wasser, ja, dann etwas Wasser dazu. Das ist immer so ein bisschen abhängig von der Größe der Eier. Wenn der Teig sich dann so hier um die Rührteile dreht, dann beginnt die Handarbeit. Wir geben etwas Mehl auf die Arbeitsfläche und beginnen jetzt hier mit dem Verkneten von Hand. Da kommt man nicht drum rum, ab und zu mal etwas Mehl auf die Arbeitsfläche auseinanderziehen und mit dem Handballen zusammendrücken und das Ganze wirklich wenigstens 10 Minuten durchführen. Je besser der Teig verknetet ist, umso elastischer wird er nachher und reißt uns nicht, wenn wir das in die Nudelmaschine geben. So, und jetzt machen wir uns hier so ein Kübelchen, schlagen das Ganze in Klarsichtfolie ein und lassen das Ganze jetzt hier bei Zimmertemperatur für eine Stunde liegen. Und jetzt haben wir genug Zeit, um die Füllung vorzubereiten. Und zwar haben wir Feta-Käse, wir haben Krebsschwänze, Knoblauch, Chili und den späteren Abrieb einer Zitrone und natürlich Salz und Pfeffer. Für die Bindung gebe ich etwas Olivenöl über den Feta und zerbrösel den Käse weiter. Jetzt habe ich hier drei Knoblauchzehen und zwar von ganz frischem. Die werde ich zuerst schälen. Das ist bei frischem Knoblauch relativ einfach. Einfach oben etwas angeschnitten und dann quasi ausgewickelt. Und dann wird er eigentlich gewürfelt wie eine Zwiebel. Also Wurzel nach hinten, eingeschnitten, halbiert und runtergeschnitten. Wer natürlich weniger Knoblauch haben möchte, nimmt weniger und kommt zum Feta-Käse dazu. Jetzt machen wir das gleiche mit der Chilischote. Auch die kommt zum Käse. Wer es nicht so scharf mag, nimmt die Kerne raus.
Aber da es nur eine ist bei mir, ist das in Ordnung. Zwischendurch mal eine kleine Reinigung des Brettes. Und jetzt werden die Krebsschwänze auch noch zerkleinert. Man kann natürlich auch einen Mixer nehmen und da so eine Farce draus machen. Aber ich mag es gerne, wenn es noch etwas stückig ist. Ja. Jetzt kommt hier Salz und Pfeffer drüber und etwas Abrieb von der Zitrone. Und jetzt geben wir die Krebsschwänze drüber, noch etwas vom Olivenöl. Und jetzt wird das Ganze vermengt. Hätte man vielleicht eine größere Schüssel nehmen können? Ja, sicher. So, jetzt stellen wir das Ganze beiseite. So eine Stunde um. Und jetzt kommt hier unser Teig raus. Ein bisschen Mehl aufs Brett. Und einmal halbiert. Nochmal angemehlt. Und die beiden Walzen auf die breiteste Stellung gebracht. Teig einmal umgeklappt und bei gleicher Stellung nochmal durch und nochmal. Jetzt gehen wir von der Stellung 0 auf 2. Klappen das nochmal um und gehen nochmal durch 2. Jetzt gehen wir auf 4. Und auf 6. Jetzt habe ich unser Stück in der Mitte durchgeschnitten. Und gehe jetzt auf 8. Und mit dem zweiten Stück auch. So. Schneiden wir uns das einigermaßen rechtwinklig. Geben hier noch etwas Mehl drauf, nehme mir jetzt etwas von der Füllung, streiche die Ränder und auch diesen Mittelsteg mit etwas Wasser. Schneide die zwei durch in der Mitte und klappe sie um. Und schneide sie in Form. Topf mit Wasser aufgestellt. Und hier geben wir jetzt noch Salz hinein. Das, was im Teig drin ist, reicht nicht aus. Soll es ja auch nicht. So, wenn das Wasser kocht, gehen wir mit der Temperatur sofort runter und geben unsere
Ravioli hinein. So, 4 Minuten in siedendem Wasser. Und jetzt kommen die beiden hier raus. Ich habe jetzt nur 2 gemacht. Das soll für mich auch bloß eine Vorspeise sein. Und die kommen hier in die Pfanne zur Butter. Jetzt kommt hier auch gleich der Saft der Zitrone drüber. Etwas Pfeffer aus der Mühle und etwas Koriander drüber. So. Und es kann angerichtet werden. Wem das Video gefallen hat, gerne netten Kommentar oder Daumen nach oben. Und wer noch kein Abo hat, abschließen. Und bis zum nächsten Mal.